Samstagabend-Satsang. Mein Name ist Narendra. Zum Einstimmen auf die Meditation wiederholen wir jetzt als nächstes die Nummer 670 im Kirtan-Buch, die Shanti-Mantras, um so eine Atmosphäre von Frieden, von Shanti zu erzeugen im Raum, aber auch in unserem Geiste und uns so vorbereiten auf die Meditation. Nummer 670. Om Sham no Mitra Sham Varunaha Sham no Havatvaryama Sham na Indro Brihaspati Sham no Vishnururukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Varishyami Ritam Varishyami Satyam Varishyami Tanmam Avatu Tat Bhaktaram Avatu Avatu Mam Avatu Bhaktaram Om Shanti 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 Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvina Vaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Om Abhyayantu Mamangani Vak Pranas Chakshu Shrotram Ato Balam Indriyani Cha Sarvani Sarvam Brahmopanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakarot Anirakaranam Astu Anirakaranam Me Astu Tadatmani Nirate Ya Upanishatsu Dharma Te Mai Santu Te Mai Santu Om Shanti 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 Bhadram Pashye Makshavirajataha Stirairam Gaistushtu Vagam Sastadubi Vyashema Devahitam Yadayuhu Svastina Indro Vridashravaha Svastina Pusha Vishvavidaha Svastina Starkshyo Arishtanemi Svastino Brihaspatir Dadatu Om Shanti Shanti Shanti. Bereitet euch dann auf die Meditation vor. Kommt zu einer bequemen Sitzhaltung, in der ihr 20 Minuten vollkommen bewegungslos sitzen könnt. Richtet die Wirbelsäule lang auf. Ihr könnt zunächst noch einige tiefere Atemzüge nehmen, bewusst in Bauch und Brustkorb atmen und euch fest vornehmen, die nächsten 20 Minuten der Meditation zu widmen, der Versenkung im Innersten selbst. Nehmt euch fest vor, auf nichts zu reagieren, vollkommen still und bewegungslos, konzentriert zu meditieren. Bittet den Geist darum, die Meditation zu unterstützen.
um den Geist zu sammeln im Inneren. Nehmt jetzt ganz bewusst die Atmung wahr. Eine der großen Hilfen, um den Geist zu sammeln, zu konzentrieren und auf eine höhere Schwingungsebene zu bringen, bis hin zur allerhöchsten, vollkommenen, ist die Wiederholung eines Mantras, einer spirituellen Tradition, eine der meistgebräuchlichen Techniken, um zur vollkommenen Ruhe und Stille, zu vollkommenem Frieden zu gelangen. Ihr könnt Om Namo Narayanaya wiederholen, was wir vor der Meditation hier wiederholt haben, ein Mantra für Frieden, Harmonie. Oder Om Namah Shivaya, steht für die Kraft der Transformation des niederen Geistes zum Höchsten. Oder das Mantra Om, der Klang des Absoluten. Oder ein anderes Mantra, das ihr kennt, das für die Meditation geeignet ist. Wiederholt das Mantra dann ganz ruhig im Rhythmus der Atmung, einmal mit der Einatmung, einmal mit der Ausatmung. Auch wenn der Geist an verschiedene Dinge denken mag, wiederholt einfach auch das Mantra. Und durch die Wiederholung des Mantras wird die Energieschwingung des Mantras erfahrbar aktiviert. Wiederholt das Mantra wieder und wieder. Und während ihr das Mantra wiederholt, werdet euch des Körpers ganz bewusst, spürt die Körperhaltung, die aufgerichtete Wirbelsäule, spürt, dass der Körper zugleich aufgerichtet und stabil ist, aber dennoch entspannt. Wiederholt das Mantra und erfahrt, wie der Körper in Resonanz mit dem Mantra geht und die segensbringende Schwingung des Mantras im Körper aktiv wird. Spürt die feste Verwurzelung über das Steißbein im Boden. Im gleichen Moment die Öffnung über den Scheitel zum Unendlichen. Und die Verbindung der festen Verwurzelung im Leben, im Hier und Jetzt zum Unendlichen. Spürt bewusst den Körper, während ihr das Mantra wiederholt und beobachtet, wie das Mantra auf der körperlichen, physischen Ebene wirkt. Durch die geistige Wiederholung des Klanges wird das Mantra auf dieser physischen, körperlichen Ebene aktiv. Führt zur Entspannung, zur Ruhe, Gesundheit und Stärke im Körper. Werdet euch jetzt der Atmung bewusst, wiederholt das Mantra wieder und wieder ohne Unterlass im Rhythmus der Atmung. Spürt, dass ihr nicht nur Luft, Sauerstoff und andere Gase atmet, sondern dass mit der Atmung auch feinstoffliche Energie, Prana, bewegt wird. Wenn ihr ganz bewusst tief in euch hineinspürt, nehmt ihr dieses Prana wahr. Ihr nehmt den Puls der Atmung wahr, über die Atmungsorgane hinaus, im ganzen Körper,
spürt das Prana. Und durch die kraftvolle mystische Schwingung des Mantras kommt auf der energetischen Ebene auch das Prana in Schwingung, kommt in Harmonie und kann sich entfalten, sodass all die Wirkungen, die vom Prana ausgehen, auf allen Ebenen sich entfalten können. Spürt, wie die Kraft des Mantras auf der Ebene der feinstofflichen Energie wirksam wird. Spürt, wie das Prana im Körper in Resonanz mit dem Mantra geht. Wiederholt das Mantra ohne Unterlass, unabhängig davon, was darüber hinaus noch im Geist stattfinden mag. Während ihr das Mantra wiederholt, beginnt jetzt den Geist euch genau anzuschauen und zu beobachten. Wenn Gedanken oder Gefühle stattfinden, während ihr das Mantra wiederholt, nehmt diese bewusst wahr. Und beobachtet, wie Gedanken und Gefühle in Resonanz mit der Energie des Mantras gehen, wie das Mantra auf dieser geistigen, mentalen, emotionalen Ebene zu wirken beginnt. Lass die Kraft, die Energie des Mantras auf der Ebene des Geistes aktiv werden, sodass der Geist zur Ruhe kommt. In der Übersetzung heißt Mantra das, was den Geist befreit. Spürt die Kraft des Mantras auf dieser Ebene, wie Denken und Fühlen zur Ruhe kommen, zur Harmonie durch die Wiederholung des Mantras. Wenn Körper, Energie und Geist zur Ruhe kommen, ist das Bewusstsein in der Lage, die tieferen Ebenen des Seins zu erfahren. So wie wir in die Tiefe eines Sees schauen können, wenn die Oberfläche vollkommen glatt und ruhig ist. So können wir in die Tiefe unseres Selbst schauen, wenn die Oberfläche des Geistes zur Ruhe gekommen ist. Wiederholt das Mantra weiter. Wieder und wieder. Und lasst euch von dem Mantra dorthin tragen, wo Körper, Energie und Geist beobachtet werden. Das, was jenseits dieser Begrenzung dieser begrenzten Manifestation ist. Das, was jenseits der Vorstellung von Raum und Zeit ist. Lasst euch durch die Kraft des Mantras über alle Begrenzungen hinaustragen zum Höchsten, zum absoluten vollkommenen Sein. Wiederholt im Geiste, ich bin eins mit dem Unendlichen und wiederholt das Mantra weiter ohne Unterbrechung.
Erfahrt dann, während ihr das Mantra weiter in Stille wiederholt, den Frieden und die Harmonie in Stille.